Servus, hier ist der Peter und heute geht es mal um ein ganz heikles Thema. Heute geht es um das Thema Beweise fälschen. Beweise fälschen soll man natürlich nicht, aber es kommt tatsächlich vor und zwar behördlich. Mehr nach dem Intro. Hört euch das mal an. Eine Dokumentation im Fernsehen. Ich tue euch unten im Beschreibungstext tue ich einen Link rein. Man kann es bei ARD noch sehen. Das ist eine Dokumentation, die da auf der Mediathek ist und da geht es um den Harry Wörz. Harry Wörz wurde beschuldigt, seine Frau umgebracht zu haben, eine Polizistin. Ihr Vater war Polizist und die waren getrennt und der neue Freund oder Geliebte war auch Polizist und es ist auch nahelegend, dass da irgendwas im Milieu der Polizei war. Auf jeden Fall wurde bei ihm diesen Mord in die Schuhe schieben und da wurden Beweise gefälscht. Also können wir uns mal bedanken beim Polizei von Pforzheim. Da haben wir jetzt gelernt, was alles passieren kann. Da kommen wir aber nachher drauf. Vorher mal zu dem Thema Beweise. Was sind Beweise und wie komme ich zu Beweise? Ich sage mal so, wenn jetzt du Ermittler bist und hast zum Beispiel eine Firma, wo jetzt irgendwelche Unstimmigkeiten sind, du sollst ermitteln und da sitzt eine Filiale oder die Firma zum Beispiel in Bremen oben. Dann kannst du dich theoretisch in dein Auto reinsitzen, einen Tag nach Bremen hochfahren, gucken und wieder einen Tag runterfahren, hast einen Haufen Spesen verbrannt und schreibst noch in deinen Bericht rein, ich habe gesehen. Das ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Viel sinnvoller ist, du suchst in Bremen einen Kollegen und sagst, ich hätte gerne hier kollegiale Hilfe, dass er sich also vom Preis her ein bisschen im Rahmen hält. Und der ganz große Vorteil ist, du siehst erstmal, wie ist das Auftreten, das Antworten von einer anderen Detektei. Ist es professionell? Kann man da was lernen? Oder ist es gar unprofessionell? Ist dann immer schön, wenn man positiv überrascht wird. Meistens wird man aber halt natürlich nicht so positiv überrascht. Kann man auch Kontakte machen, wenn er zum Beispiel preiswert sehr gute Arbeit macht. Er wird schon einiges beauftragt und klar, viel Schlechtes gesehen, aber ein paar Mal auch was gesehen und denkt, boah, für welch kleines Geld der welch tolle Leistung bringt, den muss ich mal warm halten. In dem Fall würde ich einfach darum bitten, dass er halt mit dieser Firma ein bisschen was ausrecherchiert und ich würde so wenig wie möglich sagen, dass er mich positiv überraschen kann. Sprich, ich würde gar keinen großen Rahmen vorgeben. Wenn natürlich nachher nur ein Zweizeiler per E-Mail kommt und sagt, ja, ich habe nichts gesehen, dann werde ich natürlich einhaken, dass ich mir das so ein bisschen professioneller und besser vorgestellt habe. So eine Vorstellung wäre zum Beispiel eben ein ordentlicher Bericht, das kann schon online sein, aber in einem Formblatt, einfach, dass das Ganze ein bisschen eine Form, ein bisschen eine Struktur hat. Er vor Ort recherchiert hat, dass er vor Ort zum Beispiel auch, weil Google Maps kannst du gerade direkt selber machen, dass er vor Ort Fotos gemacht hat. Die kannst du ja heute auch mit dem Handy machen, muss ja nicht eine große Kamera auspacken. Vom Klingelschild am Eingang sind oft die Firmenschilder aufgelistet, die Briefkästen im Fahrstuhl steht es nochmal am Stockwerk. Gibt es die Firma überhaupt? Ist die Firma besetzt? Ist die Firma Montag bis Freitag besetzt? Ist sie nicht besetzt? Wie groß ist die Firma? Wie viele Mitarbeiter? Dann, wenn du nichts findest, mal die Nachbarn fragen. Gibt es oder gab es die Firma? Habt ihr schon mal gesehen? Ist da was gekommen? Weiß da jemand was? Kann man ganz normal sagen, man ermittelt in dem Fall, ich hätte ganz kurz ihre Hilfe. Gibt es die Firma, haben sie schon mal jemand gesehen. Jetzt kommt aber das Schöne, er kann dann in seinen Bericht reinschreiben, dass er vor Ort recherchiert hat, dass er die Firma XY befragt hat, da war es die Frau Meier, die sagt, nein, die hat noch nie was gesehen. Dann hat er noch die Firma YZ befragt, die sagt, da war einmal ein großer weißer Mercedes da, aber dann hat er den auch die wieder gesehen. Einfach so. Dann kommt ein bisschen Fleisch zusammen. Und du hast nochmal einen externen Bericht. Du musst es so ein bisschen so sehen, wie so eine Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft geht ja auch nicht selber hin an den Tatort und guckt, sondern sie beauftragt die Polizei. Wenn sie es nicht gut macht, dann hakt sie nochmal nach, sagt, bitte macht es nochmal gescheit. Hier halt praktisch auch, sag, mach mal. Und wenn es nicht so toll ist, sagen, du, ich hätte dann da ein paar Fotos, ein bisschen befragt, dann gibt es ja oft entweder einen Inhaber oder einen Generalvermieter von dem Gebäude. Dann kann man den einmal fragen, sagt Ihnen die Firma XY was, hat es da schon mal einen Mietvertrag gegeben? Ja, nein, meistens palabern die ja dann los, nee, hat es nicht gegeben oder ja, war da, hat aber nie Miete bezahlt. Und so kommt halt einfach ein bisschen Licht ins Dunkel, so ähnlich würde ich da vorgehen. Und dann haben wir kein Ich, sondern wir haben einen schönen externen Bericht, wo noch ein paar Personen und Zeugen fallen, die sagen, nee, haben wir nicht gesehen, haben wir ganz selten gesehen, ist überhaupt nicht das Büro besetzt, ist nur eine Scheine, Briefkastenadresse und. Hier kommen wir jetzt nochmal zurück zu dieser Geschichte Harry Wörz und was wir daraus gelernt haben. Wenn du dich ganz viel mit so Sachen beschäftigst, da kannst du entweder in Gerichtsverhandlungen einsetzen, zugucken oder du kannst halt so Dokumentationen angucken, die dann oft ein bisschen spektakulärer sind. Da war das in dem Fall so, dass die Polizei beim Mord halt natürlich immer im nahen Umfeld sucht. Also man guckt immer nach Sex und nach Geld und dann guckt man ja Versicherungspolice. Es gab tatsächlich Versicherungspolice für unsere jüngere Zuschauer. Es gab damals eine Lebensversicherung,
Da gibt es halt am Ende eine Summe, spart man ein. Gibt es halt fast nicht mehr, macht bei Rentenversicherung, ist ja von der Rendite her uninteressant. Aber es war mal ganz interessant. Dann hat man meistens auch jemanden im Bezugsfall, im Todesfall. Wenn jetzt natürlich die Polizei sieht, dass im Todesfall der Verdächtige bezugsberechtigt ist, dann ist es schon mal kein Beweis, aber schon mal ein Indiz mehr. Er hätte ein Motiv. Er bringt die Frau um, dass er an das Geld kommt nach ihrem Ableben. Ist natürlich alles super simpel gestrickt. Hier in dem Fall war es aber so, dass in der Police stand ja gar nicht drin. Was haben jetzt dann die bösen Polizisten da oben gemacht in Pforzheim? Die haben diese Police, die kannst du ja auch von der Versicherung geben lassen. Die wird ja, wie sagt man, den Mikro verfilmt, damals heute wahrscheinlich digitalisiert. Und dann kannst du sie einfach kopieren. Die Kopie kopierst du nochmal, die Kopie kopierst du nochmal und irgendwann kannst du fast nichts mehr lesen. Und jetzt kommt die Krux von den gefälschten Beweisen. Das heißt, es werden keine Beweise gänzlich gefälscht, sondern es wird ein Beweis genommen und einfach der Inhalt, die Aussage, rumgedreht. Und der Richter fühlt sich da nicht bemüßigt, das nochmal selber zu entziffern, sondern einfach so, aha, die Polizei schreibt hier in ihrem Bericht, ja, er ist Bezugsberechtigter in dem Fall und dann gilt es als Beweis. Erschwerend kommt noch dazu bei dem Herrn Wörz, er sitzt in U-Haft, woher soll er jetzt da nochmal den richtigen Durchschlag herbekommen? Gott sei Dank kam er später in Revision, deswegen kam die ganze Schweinerei raus. Ähnliches war auch mit seinem Gummihandschuh, ihm haben wohl hier zwei Finger gefehlt. In der Hauptverhandlung haben aber Zeigefinger und Daumen an einem Gummihandschuh gefehlt. Wie sollte er denn sowas anziehen? Sonst wollte er einfach jemand eine falsche Spur legen. Hat er von so einem Gummihandschuh die zwei Finger abgerissen, aber die zwei falschen hat er einfach hingelegt. Falsche Spur, ganz klar. Also solche Sachen wurden da gemacht. Was das ganz große Glück war von diesem Harry Wörz, muss man jetzt mal offen dazu sagen. Es gibt auch oft so Urteile, wo die Leute verurteilt werden, nur anhand von Indizienkette, wo alles gar nicht so, ich mache mal ein Beispiel. Es ist nämlich nicht nur die Polizei in Pforzheim so die Schlimme, sondern brauchen wir gar nicht so weit gehen. In München war zum Beispiel Parkhaus Erbin Böhring, wurde auch, glaube erschlagen oder erstochen da am Eingang. Und dann gab es, glaube ich, 12 Indizien, wovon über die Hälfte für den Angeklagten sprechen, aber es wurde einfach rumgedreht gegen den Angeklagten, also wirklich oft sehr haltlos. Und jetzt kommt das ganz Schlimme, der möchte schon ewig eine Revision, aber da gibt es dann oft keine Revision, weil man dann eben sehen würde, ha, Justizurteil, dies und das, da lasst man den lieber 10, 12, 15 Jahre sitzen. Meistens sitzen sie halt komplett ab, weil sie natürlich nicht geläutert sind und weil sie es nicht zugeben und da halt auch nicht bewährungsfähig sind. Also sind sie meistens volle Distanz ab und das auch noch zu Unrecht. Ist wirklich sehr, sehr schade. Da sind die Gerichte oft nicht bemüßigt, sich den ganzen Fall nochmal anzunehmen. Revision ist schwer. In dem Fall hatte er im Unglück großes Glück. Ich weiß nicht mehr wer, aber ich glaube der Stiefvater oder irgendwer wollte dann privat, also zivilrechtlich Schadensersatz. Durch dieses hat er durch eine zweite Chance bekommen und konnte dann in dem Schadensersatzverfahren die Beweise vorbringen mit der Police, mit dem Handschuh etc., dass der Richter sagt, Moment mal, der kann ja der Täter gar nicht gewesen sein, also muss er zivilrechtlich auch nichts bezahlen und ganz im Gegenteil, strafrechtlich muss der gar nicht in Haft sitzen. Und so hat er nochmal zweite Chance bekommen. Also es wäre jetzt tatsächlich für so Personen, die zu Unrecht eine Strafe bekommen, aber die Revision aus irgendwelchen Gründen verbaut ist, wäre praktisch auch so ein Schein-Zivil-Anspruch gerichtlich geltend machen. Super interessant, weil er dann nochmal die Chance hat, die ganzen Beweise für seine Unschuld vorzubringen, um dann nochmal in das tatsächliche Verfahren einzusteigen. Ist jetzt wieder ein bisschen juristisch geworden, aber ist ja wirklich sehr interessant. Ein Fall wollte ich noch sagen, wir sind ja hier gerade auf YouTube, haben viele YouTuber und der eine oder andere guckt YouTube. Oft geht die Polizei auch her, dass sie dann zum YouTuber sagt, ja, du machst illegale Autorennen oder du machst das professionell oder du machst das zum Geld verdienen oder. Es wird dir irgendwas unterstellt. Dann gucken die sich einen YouTube-Film an. Die YouTube-Filme haben meistens eine Länge von über 10 Minuten, manchmal 20, 30 Minuten. Und dann schreiben die einfach rein, ja, wir haben das Material gesichtet, haben festgestellt, er macht Autorennen. Ja, ich sage mal, aktueller Fall, Boberg in Hamburg. Da hat er zwei Mercedes gehabt, die auf der Autobahn angehalten worden sind. Ich war nicht dabei, aber ich nehme an, es war kein Autorennen, nichts auf Rennen angelegt. Das eine war ein normales Mercedes Coupé, das saß er drin. Das andere war ein kleiner silberner AMG foliert. Der folierte AMG von ihm, wo aber jemand anders gefahren ist, der wurde dann mit Strafe belegt. Also ihr könnt schon mal wieder sehen, wie der äußere Eindruck, aha, foliert. Und die haben, glaube ich, irgendwie vorher oder ein paar Tage vorher irgendwann mal vorher ein Musikvideo gedreht. Am Parkplatz nehme ich mal schwer an, wo einer so zum Fenster raushing, wie man halt Musikvideos so macht. Und dann hieß es ja, eindeutig. Und so werden einfach so Dinge umgedeutet. Das heißt, der Richter macht die Arbeit, sich diesen YouTube-Film 10, 20, 30 Minuten anzugucken, sondern er sieht einfach nur, aha, Verweis, YouTube-Film, Titel dies und das.
und unten im Polizeibericht steht, ja, Material wurde gesichtet, der ist dies und das. Obwohl das überhaupt gar nicht ist, ja, es ist kein Autorennen, kein nix, es ist nichts zum hauptberuflichen Erwerb, zum Geld verdienen, zu Gewerbe treiben oder irgendwas, aber es wird da einfach umgedeutet und das ist sehr schlimm. Was muss man daraus wieder folgen, wenn man selber vorm Strafgericht sitzt? Und man liest in der Akte, dass solche Dinge vorgetragen werden. Und oft ist dann bei der Polizei super dünn, wenn du dann vor Gericht bist und sagst, ja, haben Sie denn den ganzen Video gesehen? Na, hätte die Zeit gar nicht gehabt, er hat einfach nur schnell und hat Stichpunkte. So. Also es ist alles null und nichtig, aber es wird hier mal als Beweis vermerkt. Muss man dann wirklich hergehen und muss den Video tatsächlich entweder komplett jedes gesprochene Wort rausprotokollieren, macht wirklich Arbeit. Dann kann man es in der Gerichtsverhandlung vorlesen, kann sagen, ich wundere mich sehr, in der Akte stand drin, dass der Herr Kommissar, Polizeioberdinger gesagt hat, ja, er ist Autorennen und dann kann man sagen, so, in diesem Musikvideo ging es darum, es wurde das gesprochen, das gesungen, Szene, dies, das, da ist überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, welchen Video der gesehen habe, in dem Video ist es nicht. Also man muss, wie ich so in die vorigen Filme gesagt habe, immer ganz viel Futter bringen, um das zu entkräften und das nicht einfach hinnehmen. Und es werden oft eben Beweise nicht aus dem Nichts gefälscht, sondern es wird nur der Inhalt umgedreht, umgedeutet und leider kommt es viel zu oft dann vor Gericht auch durch. Ich hoffe, der eine oder andere konnte was mitnehmen. Ich haue jetzt nochmal die Empfehlung raus. Guckt euch das mit dem Harry Wörz an auf ARD. Unten ist der Link. Wir sehen uns bald wieder mit einem schönen... Es geht um Recherche. Wie man recherchiert und wie man auch in seinem Privatleben als Nicht-Ermittler immer wieder kleine Recherchen anstellen soll. Einfach weil es Spaß macht, weil man gute Übung hat und weil man sich einfach ganz viel Schaden und Geld in der Zeit spart in seinem Leben. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Wir sehen uns bald wieder. Das war's. Ich sage euch bald. Tschüssikowski. Bis bald aufs Leben.